ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Captain of Industries. Und da entstand gerade ein Fight, deshalb dachte ich, muss ich aufnehmen, sofort die Aufnahme starten. Es sind sogar zwei Schiffe diesmal. Das wird schwer für uns. Ja, oh oh, Rückzug. Aha, also wir sehen, es gibt sogar Orte, wo man zwei Schiffe hat. Und unser Schiff ist zu stark beschädigt, also ab nach Hause. Ja, das war nicht so die erfolgreiche Erkundung. Ich habe nur auf einmal laufen lassen, mich schnell neu umorientiert, dann ist es schon passiert. So, die Wassertanks sind mir gar noch nicht so ins Auge gefallen wie jetzt. Irgendwie komisch. Und ihr seht auch, wir haben hier den zweiten Lebensmittelmarkt gebaut und plötzlich haben wir 35 Monate Vorrat plus zusätzlich noch das, was hier drin lagert. Also essenstechnisch sind wir gut dran. Da ist in 3 Monaten Ernte, die warten wir noch ab und danach wird das hier platt gemacht. So, synthetischer Gummi ist auch da. Wir können eine neue Research starten. Ja, ich würde sagen mal zuerst das da, was Leichtes. Ah, hier sind ja die Unterkünfte 2. Sag ich's doch. So, das auch. Ich sagte noch, es gibt bessere Häuser, die habe ich gesehen in Screenshots. Und ja, dachte schon, wann die kommen. Denn, ich glaube, wurde gerade geerntet, ja. Denn die Entwickler haben jetzt gerade die Roadmap bekannt gegeben für die Beta. Was da kommen wird oder was sie arbeiten. Machen die eigentlich immer sehr gut, muss ich sagen. Sie haben auch gesagt, alles, was sie für die Alpha auf der Roadmap haben, haben sie eingehalten. Oder praktisch alles, glaube ich, soviel ich weiß. Und sie haben jetzt Community-Feedback hinzugefügt. Wie natürlich auch die Kamera hier mit dem Kameramodus, war ja auch eine Forderung von ein paar Leuten, inklusive mir. Und zwar soll es zur Beta Atomenergie geben. Ja, Atom, weil es wurde am meisten gewünscht. Anscheinend haben die Leute Probleme mit Energie mitzuhalten. Wir haben es vielleicht auch schon gesehen, wir sind auch wieder am Limit. Deshalb, das kommt als erstes dafür, was sie auf den Early Access Release quasi zurückgeschoben haben, sind Bäume pflanzen. Das wird jetzt nicht mit der Beta kommen und noch was anderes. Hab's vergessen. Dafür auch 2-3 Punkte mehr auf die Beta. Das wirklich jetzt Feedback von der Community. Genau das mit dem Priorisieren bei den, also bei der Wartung und so, dass man exakt einstellen kann, was da wie priorisiert wird. So, Schiff ist wieder getankt. Also da ist gefährlich. Ich fahre mal hier hin. Vielleicht ist da ja besser. Jetzt sollten wir ja eine neue Maschine haben. Da, genau. Gummiherstellung. Macht aus 4 Schwerstdestillerie ein Gummi und ein Leichtdestillat. Das Leichtdestillat geht hier rauf. Und wir müssen jetzt quasi diese Fabrik einmal hier nach drüben stellen. So, deshalb würde ich die nochmals neu bauen. Einmal hier so hin. Dann, was auch tragisch ist, aber ich kann nicht ein einzelnes Teil abreißen. Ich muss die abreißen da. Oh, die Frage ist, der produziert 8 in 20 und der verbraucht auch 8 in 20. Na, dann passt's. So. Dann, was ich könnte, kann ich mir gleich hier testen, wenn ich den jetzt hier anschließe. Dann kann ich den restlichen Teil abreißen. Okay, ich hätte einen Anschluss machen können und hätte sie so retten können. Das wäre möglich gewesen. So, das da weg. Leitungen machen wir auch neu. So. Das Schiff hat wieder was gefunden. Der kommt hier rein. Der kommt da so rein. Ja, müsste passen. Dann sollte der eigentlich... Ah ne, Ausfluss noch. So. Dann läuft der schon mal wieder. Der ist richtig eingestellt. 74 Elektronik, 112 Kupfer, 30 Gummi. Ja, ganz interessant. Wo sind wir überhaupt? Da ist das Schiff. Treibstoff reicht nicht nach da, stimmt's? Ja, genau. Also zurück nach Hause. Wir sind auch beim Treibstoff etwas hinterher. Warum?
das da fehlte. Aber hat es den Ausfluss blockiert? Ich brauche ja 16 in 20 und ich produziere hier nur 8 in 20. Ja, das macht Sinn. Weshalb dann das vielleicht nicht geht. Na gut. So. Deshalb, ich versuche das mit Abstand ein bisschen zu bauen hier. Jetzt haben wir hier die Gummiherstellung. Bauen wir ein bisschen mit Abstand. Nämlich so. Einmal bis hierhin. Den da bis. Lieber hier rum, ehrlich gesagt. Dahin. Und da dann ein Band raus ins Lager. So. Gleich zwei. Ich weiß nicht, brauchen wir den auch für die besseren Konstruktionsparts? Gummi. Gummi. Können wir ja schnell nachschauen. Nee, die Gummi braucht es nicht. Ist wirklich nur das Kupfer. Aber bestimmt für irgendwas anderes. Kommt es gleich zum Vorschein. So, der füllt sich auf. Er braucht 4 in 20. Das heißt, exakt dieses Rezept. Das heißt wiederum, der kann nicht voll laufen. Außer natürlich jetzt aktuell. Da könnten wir ja versuchen, den noch so reinzumachen und da zu aktivieren. Wenn das überhaupt geht, kann das überhaupt hier zusammenlaufen? Ja, geht. Okay. Einfach weil der muss jetzt wirklich durchlaufen, sonst gibt es nicht genügend Treibstoff. Das ist wichtig. Also, hat sich schon geklärt. Schnell das Rohr entstopft und schon geht's wieder. Und der braucht Strom und da stehen wir auch wieder an. Ja, da steht sogar die Wasserpumpe an. Okay, ich hätte gesagt, wir bauen das hier nochmals auf. Also genau dasselbe. Ein bisschen Abstand. Wasser können wir von da holen. So, dann hier. Schon das. Huch. Was habe ich jetzt genau gebaut? Heizkessel. Das hat schon vorhin ein paar Mal rumgebackt. Das ist, glaube ich, einfach so. Einmal da, einmal da. Was der oder der? Okay, der auf der Seite ist das Abgas. Einmal den anschließen und da kommt auch nur Abgas raus, stimmt das? Oder niedriger Druck kommt raus, glaube ich. Genau, den nimmt es aber auch an. Geht dadurch auch weg. Oh, ich hoffe, der LKW kommt da noch weg. Parts stehen wir an, aber nee, das nur. Der bringt einfach nicht genug. Obwohl da 0 steht. Einmal nach oben. Hinab. So. Wasser ist am Start. Und jetzt noch das Förderband. Ich kann es eigentlich auch. Ah, es ist sowieso das Falsche. Das da, oder? Ja, dann geht's. Ja, gut. Eine Rutsche, die runtergeht, ist das. Aber naja, so. So sollten wir die doppelte Menge Strom fast haben dann. Ihr seht, 1,3 ist dann möglich. 1,05 wäre jetzt schon in Verwendung. So, Erlass 2. Und er macht gleich Unterkünfte 2. Kann ich das jetzt hier einstellen? Jawohl, das kommt da hinzu.
Zwar kann ich den Lebensmittelverbrauch reduzieren und ich kann einen zweiten Wachstumsschub geben. Wir sind aber aktuell voll, also will ich den mal rausnehmen. Oh, hier ist das Öl so rum knapp. Da fließt es zwar. Kommt denn hier überhaupt genügend an? Aktuell schon. Hier ist der wieder verstopft, weil der keine Energie hat. An was fehlt es hier? An Gummi? Weil wir keinen haben. Also man muss langsam aufpassen. Es kann uns wirklich aufhängen. Ich mache nochmals hier den Trick. Muss ich danach dran denken, dass der wieder weg muss. Ja, die haben nämlich auch keine Energie, um etwas zu fördern. Gut, andererseits... Oh, Schiff, Schlacht. Der hat mehr Health, aber das sollten wir gewinnen. Also mehr Health, als andere schon gehabt haben, glaube ich. Radarsystem, neue Technologie. So, hier kommen wir leider nicht mehr hin. Also ab nach Hause. Gut, jetzt müssen wir... Man muss ja ehrlich sagen, wir brauchen die ja nicht hier. Also Pause. So, es wird einfach mal die Produktion eingefroren. Das heißt natürlich, die Minen stehen dann auch wieder nur dumm rum. Alter, die Wartung ist ausgefallen. Wegen der Energie. Das ist eben die Sache. Deshalb wollen sie die Priorisierung ändern, damit solche Dinge nicht passieren können. Dass theoretisch alles ausfällt, nur weil die keine Energie haben. Wir haben aktuell gar keine. Obwohl hier vorhanden ist. Ja, weil der nicht repariert ist, glaube ich. Ich habe aber ein bisschen Unity. So, die gebe ich jetzt hier mal aus. Das wäre doch jetzt eine gute Investition. Dann sollten wenigstens die hier durchlaufen. Theoretisch könnte ich mit Unity auch das Band hier bauen. Ja, komm. Es kostet doch recht viel. Hier die 20 Teile, die sollten sie ja hinbekommen. Warum das nicht gebaut ist? Also die Seite sollte ja zugänglich sein eigentlich. Ich meine, wir haben ja hier Lager voller Konstruktionsteile. Der kommt nicht weg. Er hat sich hier eingeschlossen. Wie er auch immer hier hinkam. Das ist das andere. Aber das hat der Nachteil von meiner Bauorganisation. Und er hat auch keinen Treibstoff mehr, interessanterweise. Jetzt geht's wieder. So, aufgebaut ist es. Läuft. Wasser ist sogar auch da, weil wir noch ein bisschen was auf Lager haben. Wie kann das schon kaputt sein? So, wir müssen aufpassen. Das ist jetzt wieder ganz nervig. So, also ich habe hier... Den habe ich mit Unity repariert. Da fehlende Materialien, kann nicht sein, ist voll. Also müsst ihr gleich ändern. Da fehlt aber der Dampf, so gesehen. Hier kann ich das verdoppeln sogar. So, ich gebe einfach mal ein bisschen aus. Wir haben ja aktuell. So, ich muss weiter Dinge deaktivieren, die Strom kosten. Das kostet keinen Strom, richtig? So. Die Siedlungen kosten natürlich Strom. Die pausieren wir mal. Dann sieht es schon deutlich besser aus. Dann müssen wir natürlich aufpassen, gibt wieder weniger Unity. Dafür kann ich aber hier... all das deaktivieren.
Und ich könnte sogar, dass mehr Lebensmittel verbraucht werden, aktivieren. Das wäre auch möglich. Ich kann zeitweise, ja, die Forschung, so viel macht jetzt die nicht aus, ehrlich gesagt. 8 in 10 oder stellt. Ah, es reicht sowieso nur eine Pumpe. Also wir müssen zwei Pumpen haben hier. Okay. Das ist auch gut zu wissen. Also der kann gar nicht voll laufen. Ja, das. So schnell kann es schief gehen. So, also die stelle ich hier hin. Machen wir die Leitung erstmal weg. Weil jetzt ist es so, jetzt läuft einmal die eine und dann die andere Anlage. Und das soll natürlich auch nicht sein. Und dann brauchen wir dann wirklich dringend diese Plattform. Denn hier ist auch nur noch 5000 Öl im Boden. Ja, sobald da, solange da ja hoher Druck ist, ist ja alles okay. Dann sollte der ja genügend kriegen. Außer, da wird zu viel abgezweigt natürlich. Das kann natürlich sein. So, wir, jetzt sind wir wieder im Grünen. Also wenn der läuft, dann haben wir 790. Mögliches. Gut. Und jetzt, was aktiviere ich wieder als erstes? Also den da. Hier ist die Ausgabe voll. Und zwar von dem hier. Weil hier die Ausgabe wiederum voll ist. Und hier die Ausgabe voll ist, weil der deaktiviert ist. So, aber der ist leider einer, der recht viel braucht. So, ich würde sagen, das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Wir müssen aber hier noch ein Zwischenlager bauen. Sonst geht das nicht auf. Und zwar mit Säure. So. Dann kommt eine Rohrleitung von da nach da. Und bestehende kommt hier weg. So, ihr seht, Energie ist auch wieder wie grün angezeigt. Es ist wirklich tricky mit dieser Wartung. Und deshalb bin ich froh, packen sie das an als nächstes. So, wir haben die Unterkünfte. Das ist schon mal etwas. Ich würde die Rohrleitungen als nächstes hinpacken. Gut, der läuft auch wieder. Ich lasse mal die Leitung noch drin. Ist besser, wenn der nur ein bisschen läuft, als dass es da schon wieder verstopft. Weil das war ja auch einer der Ursprünge. So. Und es kommt auch wieder ein bisschen Treibstoff zusammen. Wir haben immer noch den Notöltank da. Der scheint immer noch nicht wirklich zu laufen. Also... Als erstes ist jetzt wieder gefordert, dass hier die Wartung einfach durchläuft. Und wir vielleicht auch nochmals eine Wartung hinzufügen. Würde ich sonst gleich hier unten machen. Immer in der neuesten Generation natürlich. Wartungsdepot. So. So. Und ja, ich aktiviere jetzt mal beides, aber... Hauptsächlich würden wir schon von da beziehen dann. So, der läuft auch durch, also Produktion gesichert. Hat sich auch gut angestaut da. Ja, alles weitere seht ihr dann in der nächsten Folge. Neue Aufnahmerunde. Dann versuchen wir hier gut was aufzuschütten. Jetzt haben wir geringe Lebensmittel. Ja, weil die Pumpe hier stillsteht. Natürlich. Ob der noch mitkommt mit allen, ist auch nicht ganz klar. Also da müssen wir auch aufpassen. Einigkeit ist immer noch hoch. Habe ich aktiviert, dass mehr Lebensmittel? Nee. Ich könnte, wenn schon, Lebensmittel sparen, noch aktivieren. Das wäre noch möglich. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, Gummi wird auch produziert. Man sieht es hier gerade. Immer eines, also da entsteht eigentlich extrem wenig. Und das sollte langsam wieder gut werden mit dem Ganzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, da geht es immer tiefer. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und verpasst ihr keine Folge mehr. Gebt dem Video ein Like, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss!